einem Jahr von jetzt ist es relativ einfach. Wir werden den Audi e-tron erfolgreich in den Markt eingeführt haben und damit das erste Angebot eines Elektrofahrzeugs im Premium-Segment erleben. Wir werden auch an den europäischen Autobahnen und im amerikanischen Raum die ersten Schnellladenetze entstehen sehen, um damit auch die so wichtige Langstreckenmobilität beim Elektroauto sicherzustellen. In 7 Jahren, das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu sehen, was da passieren wird. Ich bin aber sehr überzeugt davon, dass das Thema Elektromobilität sich durchsetzen wird. Wir werden die Antriebsform flächendeckend erleben in allen Segmenten, in kleinen, mittleren und großen Fahrzeugen. Das Thema Ladeinfrastruktur ist aus meiner Sicht gelöst, nicht nur für die Langstrecke, sondern auch für den Fahrzeugbesitzer, der nur im öffentlichen Parkraum parken kann. Ich glaube auch, dass eine tolle Kombination entstehen wird. Level 3, Level 4 fahren, das heißt automatisches Fahren auf der Autobahn wird möglich sein, in Kombination mit Elektromobilität. Eine ganz tolle Sache für den Kunden, weil er die Fahraufgabe dann ans Fahrzeug abgeben kann und die Zeit für sich nutzen kann. Ich bin davon überzeugt, dass Mobilität grundsätzlich grün sein wird und damit könnte die Elektromobilität die dominierende Form der Fortbewegung sein, im Besonderen in Kombination mit dem dann möglichen Level 5, also vollautomatisches Fahren ohne Lenkrad, was dann schon möglich sein könnte. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass das Thema Fahrspaß in dieser schönen, neuen, grünen, mobilen Welt auch noch eine Rolle spielen darf und soll. Das heißt für mich, dass das Grundbedürfnis des Menschen nach Fortbewegung und dynamischer Fortbewegung auch im Jahre 2038 erhalten bleibt und Mobilität trotzdem Spaß macht.